Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute und ja und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Ja, jetzt nicht mehr die ganze Woche über. Das war ja nur letzte Woche so. Ja. Beim letzten Mal hatten wir eine Schlacht hinter uns, haben uns durch das Königreich geprügelt. Und die Soldaten dieses Königreichs gerettet. Darunter auch noch die Königin. Königin Eve. Ich denke mal, dass keiner von dem was Interessantes zu erzählen hat. Ich werde aber trotzdem mal eben kurz mit allen reden. Auf jeden Fall die mit blauer Schrift, die lasse ich euch auf jeden Fall drin. Die werden irgendwas schon haben. Was hast du denn noch für mich, ein Kleiner? Noch mehr Fragmente. Geht's denn allen gut? Das ist eine Powerfrau. So, und jetzt bequatsche ich noch alle. Wir sehen uns gleich. So, nur noch Fremme und Wanderfeen zum Anquasseln. Oh. Ja, wir werden von Tag zu Tag stärker. Ansonsten habe ich jetzt wirklich alle bequatscht. Oder auch schon alles eingesehen mit. Wir können weitermachen. Wir müssen einmal in Somnia zurück wegen einer Freundschaft. Oh, was passiert denn hier? Hey there. You're the Divine Dragon, right? Got a second to talk? Ja. Who might you be? Me? I'm a blacksmith. You can call me Kalne. Okay. And I am Pine, a clothier. Pleased to meet you. I'll cut right to it. Our friend Durton wrote us and said he opened a shop at your base. And, well, we'd like to go there too. We'll be a real help. I can strengthen your weapons. My clothes and accessories won't win you any battles, but they will catch eyes and turn heads. If Durton vouches for you, that's good enough for me. Please come along to the Somnia. Really? That's great. You'll be glad to have us around, I promise. Indeed. Thank you, Divine One. Okay. Okay, I think I lost him. Really? You sure about that, darling? You're shaking like a leaf. I take it you failed to obtain the ring. Apologies, ma'am. Those guys were tougher than they looked. But I could tell you things. Stuff that'll help you track it down. Like the fact that Princess Saline ran off with it. The Divine Dragon has it now. Pretty good info, right? What do you say? How about we call it even this time around? I won't let you down again. Oh. How naive you are. After you fail me once, there is no second chance. No! Please don't kill me! Please don't kill me! I am sorry, my lady. Apologies for the mess. And our failure to acquire the ring. I was expecting to get at least one. At least now we know that Lumera is dead. Yes, but there's another Divine Dragon to take her place. I can't believe that Beast had a child. It does explain why she was so willing to sacrifice her life. What should we do? The battle at Lethos Castle took its toll. We're in no shape for another confrontation. We'd best lie low for a spell. Leave them be, for now. Understood. Okay. Ich würde mal sagen, der Typ ist tot, ne? Ihr beide habt ein Gespräch zu führen. Du siehst aus wie eine Serviererin. Also wie eine Kellnerin.
Zur Schmied und der andere ist wahrscheinlich hier auf der anderen Seite, ne? Ja, jetzt kann ich meine Waffen verbessern. Und Kleidung. Die muss natürlich auch her. Thank you. Weil die ist wahrscheinlich einfach nur optisch. Now, about the boutique. Ja. Ist einfach nur optisch. Das letzte sah richtig Samurai-mäßig aus. Oh, was man hier schön die Sachen kaufen kann. Okay, entweder männlich oder weiblich, aber die Klamotten, die man kauft, sind dieselben. Be well. Gut zu wissen. Bei dir kann ich meine Waffen aufbessern, ne? Welcome, wieder einen Kiesel gefunden. Here's how the smithy works. Natürlich kann ich das dann auch von der Karte aus machen. Okay. Veredeln. Den Panzerbrecher würde ich sagen. Machen wir den mal ein bisschen stärker. Kann ich da auch was eingravieren? Mach ich mal das drauf. Die Spezialwaffen, die muss man ja irgendwie aufbessern. Okay, ich hab sie zumindest aufgebessert, ne? I'll be here. Haben die jetzt auch noch irgendwas Neues im Inventar? Oh. Welcome. Ich würde mich zumindest interessieren. Die müssen mir noch den einen Stab geben, der blockieren kann. Du möchtest mit mir reden. Divine One, what are you doing? Oh, nix. Hello, Clan. I was just tidying up a bit. Tomorrow's a busy day, so I thought I'd get it out of the way now. Let me take care of that. You should get some rest. That's all right. I can handle it. No, no, that won't do. I'm gonna have to insist. But, please... Der will nur durch die Unterwäsche stöbern. No, I waited a long time for you to wake up. And not just me. The stewards before me spent their whole lives waiting. Now, after 1,000 years, I get to serve you. It's like a miracle. So, please, let me do it. Honestly, truly, I would be honored to help. Very well. You've convinced me. I'll leave it to you. Thank you, Divine One. I should be thanking you for taking such great care of me. I'm very lucky to have you as a steward. You mean it? Oh man, I'm so happy I could faint! Nicht umfallen! Please don't. Now that I'm free from tidying up, I'm going to get some rest. Wehe, du warst an der Unterwäsche. Dann haben wir beide ein sehr langes Gespräch. Oh, hier passiert was. Amiibo-Pavillon steht zur Verfügung. Ich habe kein
Fire Emblem Amiibo, aber ich habe Amiibos. Ich probiere einfach mal meinen Link Amiibo aus. Kriege ich eine Sardine. Und war mein Splatoon Amiibo? Ah, okay, da kriege ich einfach nur irgendwas. Und wenn ich wahrscheinlich einen von Fire Emblem nutzen würde, dann bekäme ich höchstwahrscheinlich hier well then. Ein Kostüm. Ich kann Erfahrung gewinnen, indem ich meine Embleme zum Kampf herausfordere. Ringe des Bandes kann man da herstellen. Gehen wir auch mal zur Ringkammer, da war ich noch gar nicht drin bisher. Okay. Bandringe erstellen. FP? Ich erstelle mal eins für Marv. Ach, dann kriege ich irgendeinen Charakter aus der Spielereihe von dem einen. Oder wie? Die stellen wir bei allen drei ein. Sieht für mich zumindest so aus. Ja, Minerva kenne ich zum Beispiel. Okay. Ich lese mich durch. Ach, das ist, damit ich hier diese Fähigkeiten mir ausrüsten kann. Die Fähigkeit will ich erben. Dass man hier alles lernen kann. Okay, man braucht aber erst ein bestimmtes Level mit denen. Dann sollte ich, wenn die Level voll sind, auf jeden Fall wechseln, wenn sie voll sind. Such dedication. Ich poliere den Ring. Thank you. The ring looks amazing. Jetzt poliere ich dich. It's already clean. Gern geschehen. Mach du mal den Ring sauber. Please be thorough. An odd tactic. Your cleaning skills are impressive. Da freut die sich. Wir müssen die Ringe doch sauber halten. Handle that gently. Thank you. Now I can stand by you with pride. Aus so einem Ring würde ich dann auch nicht rauskommen wollen. Also jetzt habe ich auch noch diese verbündeten Ringe. Kann ich diese Ringe jetzt sagen, ich will die schon irgendwie ausrüsten? Inventar. Sieht man die irgendwo?
Hier ist auf jeden Fall die, diese Engelsrobe. Was machen wir mit diesem Verbündetenring? Stand er ja bei, ne? Ringe. Kann ich die überhaupt verwenden? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann ziehen wir mal zur nächsten Schlacht weiter, ne? Ach, jetzt geht das in verschiedene Richtungen. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen dann zuerst die Nebenquest. Nebenquest, Dorf der Teefelder. These pills ought to clear up the problem. Let me know if the pain persists, okay? And you're looking chipper today. I told you that cold would be gone before you know it. Father, isn't it time you took a break? Look, I made you some tea. Thank you, John. You didn't burn yourself or anything preparing it, I hope. You worry too much. I'm old enough to manage a simple pot of tea, I assure you. It makes me happy to see you growing up so fine. Huh? What's going on out there? Doctor, you have to help us. Monsters are on the attack and people are getting hurt. What the devil are those beasts? This will get ugly. Sean, go and hide. I'll take care of bringing people to the clinic. This way, everyone. If you're unhurt, then assist someone who is injured. We must pull together. I know Father told me to hide, but how can I? I have to do my part, too. Ich würde sagen, neue Charaktere. Get moving. There's shelter at the clinic. Keep your wits about you, everyone. I'll patch you up once the crisis has passed. We can't stand idle with the corrupted on the loose. Let's save those villagers. Jetzt ja wo. Are you all right? Get to safety and leave the corrupted to us. You don't have to tell me twice, but there's still a few left who didn't make it out in time. We'll do everything in our power to save as many of them as we can. They'll love you for it if you do. You're their last hope at this point. Okay, ich sehe schon, hier kann ich nicht so viele Charaktere nutzen. Drei kann ich nicht nutzen. Ich nehme ihn mit. Wo ist der Bucheron da? Wir nehmen dich noch mit. Mal kurz gucken, sind die überhaupt Bogenschützen? Die Map ist nicht besonders groß. Ich glaube nicht, dass ich da rechtzeitig hinkomme, außer ich nutze den Teleport. Hier sind keine Bogenschützen. Also kann ich ruhig, ohne Bedenken, sie mit in die Schlacht nehmen. Nehme ich sie statt dem Bogenschützen mit. So, bei ihr ist egal, wo ich sie hinsetze. Dreimal, du kommst ein bisschen weiter nach links. So, das würde so funktionieren. Und ich weiß, ihr hasst mich im Gefühl, aber hier ist der heutige Part dann jetzt aber auch vorbei.
ihr wisst ja, es ist abwechselnd eine Folge Story bzw. Nebenzeug und dann die andere Folge ist eine Schlacht. Da habt ihr halt wirklich dann so ein bisschen Abwechslung immer zwischen den Folgen. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat heute, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!